Dr. Michael Lohmann vorstellen. Er hält heute unseren Vortrag über die Vogelwelt im Chiemgau, sagt man. Und wünsche auf jeden Fall viel Vergnügen. Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal herzlich willkommen in unserer hoffentlich von Ihnen auch geschätzten schönen Landschaft hier im Voralpenland. Ich bin ja eigentlich Berliner, wie Sie an meiner Sprache hören, bin ich also kein eingeborener Bayer, aber ich lebe seit meinem 7. Lebensjahr hier in Oberbayern, bin am Chiemsee aufgewachsen und habe auch während meines Biologiestudiums mich sehr viel mit dem Chiemsee und mit seinen Vögeln beschäftigt. Wir haben schon 1960, das sind ja also schon Urzeiten her, das sind ja schon über 50 Jahre, eine Arbeit über die Vogelwelt des Chiemsees und seines Umlandes geschrieben. Und das ist also mein Steckenpferd. Ornithologe kann man ja eigentlich nur als Hobby betreiben, Ornithologie. Mein Studium als Biologe hat mir aber sicher nicht geschadet, denn dann lernt man doch auch das Ganze drumherum besser zu verstehen. Gesagt, Sie waren heute in Burghausen, ja? Ja. Und Sie haben da was von Vögeln gehört, von merkwürdigen Vögeln. Ja, und was das für Vögel sind, das sind ganz seltene Vögel. Das sind die Waldraps. Der Waldrapp gehört zu den Ibissen. Der hat ja auch so einen gebogenen Schnabel. Ich weiß nicht, haben Sie welche gesehen von den Vögeln? Nein. Es gibt da eine Kolonie, die ist natürlich nicht von selber dort entstanden. Der Waldrapp ist schon, ich glaube, vor 100 Jahren oder mehr in Mitteleuropa ausgestorben. Da gab es noch eine Kolonie in Nordafrika und die gibt es offenbar immer noch. Aber der ist also sehr am aus der Welt gehen. Und deswegen versucht man jetzt durch Zucht, und Konrad Lorenz hat in seinem Institut in Österreich auch eine Waldrapp-Kolonie. Und jetzt ist das Problem, dass das eigentlich ein Zugvogel ist und der kann natürlich, der weiß nicht mehr, wie er ziehen soll, der weiß nicht, wie weit er fliegen muss, in welche Richtung er fliegen muss im Herbst und im Frühjahr zurück. Und jetzt macht man interessante Experimente mit dem, indem man mit Gleitfliegern mit ihm mitfliegt, ihnen vorausfliegt und ihnen dann sozusagen den Weg zeigt in die Toskana, wo er dann überwintert. Ob das jetzt alles schon klappt mit Hin- und Herfliegen, weiß ich nicht ganz genau. Jedenfalls fliegen die Waldraps hier frei in der Gegend herum und wir treffen ab und zu mal einen am Chiemsee oder bei Rosenheim. Also die fliegen auch ganz schön weit hier in der Gegend rum, obwohl sie eher kolonieartig dann an ihrem Stammplatz bleiben und nur in die Umgebung gehen. Aber vom Waldrapp will ich Ihnen heute nicht erzählen. Im Grunde habe ich zwei Themen, die ich Ihnen vortragen könnte. Ich fange jetzt mal an mit dem Thema die Lebensräume, die interessantesten Lebensräume hier im Bereich und Ihre Vogelwelt. Und wenn Sie dann noch nicht eingeschlafen sind, dann können wir vielleicht noch ein anderes Thema anschneiden, was mich im Augenblick sehr beschäftigt, nämlich dieses Delta der Tiroler Ache im Chiemsee. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Das ist das größte und natürlichste Delta in ganz Mitteleuropa. Die ganzen anderen Deltas, von der Rhone im Genfersee oder vom Rhein im Bodensee, das sind kanalisierte Mündungen. Da hat der Wasserbau eben Deiche gebaut, sodass der gar nicht sich entfalten kann. Ein normales Delta, das wissen Sie ja von Meeresdeltas, die breiten sich so aus wie ein Fächer, daher kommt auch der Name Delta nach diesem griechischen Wort für den Buchstaben, der so ein Dreieckform hat. Wir fangen an mit der Tiroler Ache. Die Tiroler Ache ist der größte Zufluss zum Chiemsee, wie ich schon sagte, der dann dieses Delta im See bildet und ist ein typischer Gebirgsfluss, der sehr viel Geschiebe mitbringt und dadurch wird dieses Delta jedes Jahr um ungefähr einen Hektar größer. Aber wir sind jetzt hier nicht im Delta, sondern wir sind hier an der Stelle, wo er durch eine schmale Klamm an der Grenze von Österreich nach Bayern übertritt, natürlich ohne Zoll zu bezahlen. Die Ache entspringt bei Kitzbühel, das ist Ihnen wenigstens vom Namen her wahrscheinlich bekannt.
und hat eine Strecke von ungefähr 70 Kilometer zurückzulegen, bis sie dann im Chiemsee mündet. Wenn man jetzt von oben runter auf dieses Achental schauen, dann sehen wir hier kurz nach der Grenze, ungefähr 5 Kilometer nach der Grenze, gibt es wieder so einen Einschnitt, der aber nicht so steil ist wie der vorige. Und da kann die Ache wirklich noch frei fließen, weil sie praktisch nicht über die Ufer gehen kann. Sie wissen ja, dass diese Gebirgsflüsse immer enorm starke Wasserschwankungen haben und dadurch dann auch leicht über die Ufer treten. Also das Achental hat sehr unter Hochwassern gelitten, viele Jahrhunderte lang. Und dann hat halt der Wasserbau im vorigen Jahrhundert und im vorvorigen Jahrhundert durch Deiche sie eingeengt, was natürlich heute nicht mehr so ganz als ökologisch gilt. Und diese Stelle, die wir jetzt gerade von oben gesehen haben, die sehen wir jetzt hier von unten. Im Hintergrund ist der Geigelstein, das ist der höchste Berg der näheren Chiemgauer Berge. Und Sie sehen, da kann die Ache noch relativ natürlich Kiesbänke bilden und ist nicht durch Deiche eingeengt. Jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter, auch nochmal ungefähr 5-6 Kilometer weiter in Marquardtstein. Da ist das einzige Wehr in der Ache, also die einzige Aufstauung, weil da ein E-Werk dranhängt und die erzeugen Strom. Aber sonst ist die Ache völlig unverbaut und das ist auch sehr ungewöhnlich, denn die ganzen Voralpenflüsse der Lech und die verloren. So wild sieht es an nur wenigen Stellen aus in der Tiroler Ache. Das ist jetzt schon ungefähr 5 Kilometer vor der Mündung bei Übersee, wo ich jetzt wohne. Und Sie sehen, das sind Fischer, die also hier ihrem Hobby nachgehen. Ja, und so sieht die kanalisierte Ache dann ein kleines Stück weiter unten aus. Die Dämme sind immer höher gebaut worden, weil natürlich die Leute immer mehr Angst haben vor Jahrhunderthochwässern, die wirklich dann mal über die Ufer treten können. Aber Sie sehen, da ist viel neu gemacht worden, sodass also die Gefahr des Überlaufens nicht mehr gegeben ist. Hier hat man nochmal ein kleines Wehr gemacht, und zwar aus einem bestimmten Grund. Man wollte Kies entnehmen. Ich sagte ja schon, die Ache bringt enorm viel Material mit aus dem Gebirge. Und hier hat man den Fluss aufgeweitet, man hat die Dämme etwas zurückgesetzt und durch dieses Wehr verlangsamt sich dann die Strömung nach dem Wehr und dadurch setzt sich dann der Kies an der Stelle ab. Und das sind Unmengen von Kies, die da abgesetzt werden und abgebaggert und ausgeräumt werden. Hier sehen Sie, wie die Maschinen da den Kies aus dem Fluss rausholen. Und jetzt sind wir schon kurz vor der Mündung. Da sieht es also auch wie ein Kanal aus, nur gerade nicht sehr schön. Und wir kämpfen jetzt, ich sagte schon, darüber könnte ich Ihnen nachher noch einen Vortrag halten, darum, dass dieser Deich auch wieder zum Teil aufgemacht wird, sodass das Wasser bei Hochwasser in den Auwald strömen kann. Das ist ein allgemeines Programm der Bundesregierung und der Länder, dass also möglichst die Flüsse wieder ein bisschen mehr Platz kriegen, auch wegen der Hochwassergefahr. Je mehr Platz die haben, desto weniger schnell rauschen sie durch und machen dann irgendwo Ärger. Ja, hier sind wir jetzt schon am Ende, kurz vor der Mündung. Da sehen Sie im Hintergrund, da müsste ich jetzt diesen, die Maus ist weg, dann muss ich es Ihnen an der Karte hier zeigen. Sie sehen, hier vorne ist es völlig bewuchslos, der Deich. Und von hier ab, wo ein Zaun ist und ein Tor ist, da fängt die Vegetation an und das ist die Kernzone, das ganze Gebiet da unten ist Naturschutzgebiet und der Delta-Bereich, der engere Delta-Bereich ist sogar Kernzone des Naturschutzgebietes mit Betretungsverbot. Da darf also eigentlich niemand rein, uneigentlich dürfen aber Jäger und Fischer und andere Nutzer aber schon rein.
Und da kämpfen wir also darum, dass sich das ein bisschen verbessert. Jetzt wollen wir mal die Vögel anschauen, die an solchen Gebirgsflüssen vorkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Ihre ornithologischen Kenntnisse sind. Dass das eine Stelzenart ist, das sieht man ja schon an dem langen Schwanz. Aber sie ist eben gelb und ist nicht so weiß-schwarz wie die Bachstelze. Und wer weiß denn, was es ist? Eine Gebirgsstelze. Gebirgsstelze, genau, ja. Das ist die Gebirgsstelze, die manchmal mit der Wiesenschafstelze verwechselt wird. Die ist aber noch viel gelber am Bauch und ist auch nicht oberseits grau, sondern olivgrün. Und die hat einen viel längeren Schwanz, die Gebirgsstelze. Neben der Gebirgsstelze ist dann die Wasseramsel ein ganz häufiger Vogel an allen unseren Gebirgsbächen und Gebirgsflüssen. Das sind ja die einzigen Singvögel, die die Pinguine unter Wasser fliegen, und zwar wirklich mit den Flügeln schlagen, unter Wasser und sie fortbewegen und unter Wasser dann im Grund nach Insekten und Insektenlarven nach Nahrung suchen. Den kennen Sie sicher auch, zumindest von der Gattung her, dass das ein Regenpfeifer ist, ist Ihnen bekannt. Da gibt es ja nun bei uns drei verschiedene Regenpfeifer. Der Sandregenpfeifer, der nur an der Küste vorkommt und am Neusiedler See, der ist sehr selten bei uns. Der Seeregenpfeifer. Und der Sandregenpfeifer ist an der Küste sehr häufig Brutvogel, aber nicht im Binnenland. Im Binnenland kommt nur dieser vor, das ist der Flussregenpfeifer. Wie der Name sagt, kommt der also an Flüssen vor und brütet gerne auf Kies. Und Sie sehen auch, warum der gerne auf Kies brütet. Denn vor sich hat er ja ein Gelege und Sie sehen, wie wunderbar das getan ist. Zwischen den Steinen, das sieht genau aus wie Steine, also da tun sich offenbar sogar die klugen Krähen schwer, sowas zu entdecken. Aber in der Regel passen ja auch die Eltern auf das Gelege auf. Dann ein sehr seltener Vogel, der jetzt in der roten Liste ganz oben steht, die Nummer 1 hat in Deutschland, weil er überall fast am Aussterben ist, der Flussuferläufer. Der gehört also zu den Wasserläufern mit etwas längeren Beinen. Er hat charakteristische Bewegungen, er wippt immer so und ist also wirklich bei uns nur noch an ganz wenigen Stellen an der Aache brütet er oder er versucht zu brüten auf diesen Kiesinseln, die es halt da und dort doch noch gibt. Aber Sie wissen ja, die Jugend geht gerne auf solche Kiesinseln, um Feuer zu machen, um Partys zu machen. Und das ist natürlich nicht so ideal, wenn dann so eine seltene Vogelart da brüten will. Und man kann die auch nicht alle sperren, diese Inseln. Da kommen auch die Kajakfahrer und die anderen Bootfahrer. Und also es ist zu viel Störung. Kein Wunder, dass der... Und in den aufgestauten Flüssen wie im Inn und so, da gibt es sowieso diese Kiesinseln nicht mehr. Also da kann er gar nicht mehr brüten. Das sind Gänsesäger, und zwar die Gänsesägerweibchen mit dem braunen Kopf, die hier auf Steinen auf der Ache in Markwartstein sich ausruhen. Das sind also auch recht typische Flussvögel. Das Gänsesäger gehört zu den Enten, aber er fängt Fische und er heißt Säger, weil er so einen gezackten Schnabelrand hat, der wie eine Säge aussieht, mit dem kann er dann die Fische besser festhalten. Ja, und das ist also die Ache, wie wir sie gerade hier in diesem kanalisierten Zustand gesehen haben. Und jetzt sehen Sie, öffnet sich das und bildet dieses Delta. Und das Delta, das ist aus mehreren Gründen interessant. Jetzt der Blick von Süden nach Norden, also in den See hinein. Und Sie sehen schon, diese unbewachsenen Flächen, das sind die frisch angelandeten Sand-, Schlick- und Kiesflächen. Kies kommt leider nicht mehr sehr viel an, weil vorher alles ausgebaggert wird, was nachteilig ist natürlich für diese Kiesbrüter, wie die Flussseeschwalbe oder den Flussregenpfeifer. Und von der Vegetationskunde her ist das sehr interessant, denn man sieht hier
man nennt das eine Sukzession, eine Aufeinanderfolge. Die ersten Pflanzen, die sich hier ansiedeln, die nennt man Pionierpflanzen. Und dann sieht man, wie das nach hinten immer mehr sich zu einem Wald entwickelt, zu einem Auwald. Und diese Entwicklung, das ist eine vollständige Sukzession, denn der reife Auwald gilt als ein Endstadium der Entwicklung. Da gibt es dann eigentlich keine weitere Entwicklung mehr. Und das ist also wirklich ganz spannend, das hier zu beobachten. Ja, das sind also diese äußeren Sandbänke. Da werde ich Ihnen jetzt auch ein paar Vögel zeigen. Hier nur noch ein Bild, was zeigt, dass praktisch nur noch feines Material heute kommt und kaum noch Kies. Das ist ein fast reines Sand- und Schlickflächen. Die sind für manche Vogelarten ganz interessant, aber für die Kiesbrüter eben nicht. Da die bei Hochwasser natürlich sehr viel Material auch mitschwimmt, zum Beispiel Holz und Bäume ausgerissen aus dem Gebirge und leider auch sehr viel Müll. Und das war eben früher der typische Brüter auf diesen Kiesflächen, die Flussseeschwalbe. Die Flussseeschwalbe heißt inzwischen Floßseeschwalbe, weil sie kaum noch auf natürlichen Kiesbänken brütet, sondern man baut Flöße. Die haben natürlich den Vorteil gegenüber der Kiesbank. Die Kiesbank kann bei jedem Hochwasser überschwemmt werden, dann sind die ganzen Bruten weg. Und außerdem kommen natürlich Bodenraubtiere, Ratten und Füchse und so, kommen natürlich leichter an die Gelege dran. Also diese natürlichen Kiesbruten, die waren relativ gefährlich und deswegen hat man schwimmende Flöße für die gebaut, die halt mit Hochwasser hoch und runter gehen. Und überall funktioniert das, am Bodensee, am Ammersee, am Schramberger See, überall in Bayern funktioniert das, nur bei uns nicht. Am Chiemsee, wir haben die schönsten, teuersten Flöße gebaut, für 4.000 Euro das Stück. Kein Mensch weiß, die kommen überhaupt nicht mehr. Und früher hatten wir hier am Chiemsee die größte Brutkolonie in ganz Bayern von dieser Vogelart. Hier ein Bild aus unserer frühen Arbeit, da oben steht 1959, ich sagte schon, damals haben wir unsere erste Veröffentlichung gemacht über das Gebiet. Und das ist so eine Kiesinsel, wie sie es damals noch gab. Und Sie sehen, die blauen Punkte sind die Gelege dieser heute ganz seltenen, praktisch am Chiemsee ausgestorbenen Vogelart der Flussseeschwalbe. Und daneben noch Lachmöwe, Sturmmöwe, Kiebitz, Flussregenpfeifer und auch der seltene Flussuferläufer. Die haben hier alle auf dieser einen Insel gebrütet und Sie sehen an dem Baum, der da auf der rechten Seite liegt, in dessen Wurzelwerk die Sturmmöwe ihr Gelege hatte. Sie sehen daran ungefähr die Größenverhältnisse. Das war also gar keine besonders große Insel. Das hier ist ein neuer Einwanderer, also die Flussseeschwalbe ist verschwunden, aber wir haben dafür eine Möwenart bekommen, die eigentlich gar keine Binnenlandmöwe ist. Sie kennen die normalen Binnenlandmöwen, sind die Lachmöwen mit dem schwarzen Kopf. Und das hier ist eine Weißkopfmöwe, die hieß auch lange Zeit Weißkopfmöwe und wird heute als Mittelmeermöwe bezeichnet, weil es da verschiedene Untergruppierungen gibt. Und die ist tatsächlich aus dem Mittelmeer eingewandert, über das Rhone-Tal, über die Schweiz und brütet jetzt also auch schon seit 20 Jahren am Chiemsee. Das ist dieselbe Art im Jugendkleid. Sie wissen ja vielleicht, dass die Möwen im Alterskleid und im Jugendkleid sehr unterschiedlich aussehen. Und dann kommt der nette Kiebitz auch, der brütet auch heute noch auf diesen Flächen des Deltas. Das ist jetzt hier ein Weibchen und Sie sehen, wenn man den in der Luft sieht und so fliegen sieht, dann sieht er aus wie bei einer Elster auch. Rein schwarz-weiß, denkt man, ist der Vogel. Aber Sie sehen, wie schön dieses Rückengefieder schillert in allen Farben. Ja, der Kiebitz gehört leider auch inzwischen schon zu den Arten, die bei uns immer seltener werden. Die brüten halt gerne auf Feldern auch. Und die Felder werden dann bearbeitet, wenn die gerade ihr Gelege gemacht haben oder gerade kleine Junge haben, so groß.
Und dann fährt wieder so eine Maschine drüber. Was steht denn da? Brauche ich das? Muss ich das wissen? Nein, schon ein bisschen. Dann verlieren die jedes Jahr fast ihre Gelege und ihre Jungen. Also auf den Maisäckern, wo sie eigentlich ganz gerne brüten, haben sie kaum eine Chance. Ja, das hier ist einer von den kleinen Bartvögeln, ein Alpenstrandläufer. Die kommen, das sind eigentlich typische Meeresvögel, die in Skandinavien brüten. Die kommen hier nur auf dem Durchzug vor und die brauchen natürlich solche wattähnlichen Landschaften, wo sie ihre Nahrung suchen können, denn das gibt es ja im Binnenland nur ganz wenig. Ja, das hier ist einer von den kleinen Bartvögeln, ein Alpenstrandläufer. Die kommen, das sind eigentlich typische Meeresvögel, die in Skandinavien brüten, die kommen hier nur auf dem Durchzug vor und die brauchen natürlich solche wattähnlichen Landschaften, wo sie ihre Nahrung suchen können, denn das gibt es ja im Binnenland nur ganz wenig. Und hier eine andere Wartvogelart, eine langbeinigere, der Kampfläufer. Auch nur Durchzügler, kein Brutvogel bei uns. Hier haben wir den Grünschenkel, also das sind so ein paar. Wir haben ungefähr 27 von diesen Wartvogelarten, die jedes Jahr mehr oder weniger in größeren oder kleineren Zahlen bei uns durchziehen und Rast machen, aber nicht bei uns brüten. Ja, und dann gibt es ganz aparte Sachen, die kennen Sie alle, das ist der Flamingo, und zwar der chilenische Flamingo, also aus Südamerika. Und Sie können sich vorstellen, dass der nicht von Südamerika hierher geflogen ist, sondern der wurde importiert, erst vom Zoo in Innsbruck, und dann hat wohl auch ein Privatmann eine Flamingozucht, der muss also an die 100 Flamingos in irgendeinem großen Gelände dagegen, und dann kommen die dann halt immer wieder raus, fliegen in der Gegend rum und sind erstaunlich unempfindlich gegen unser Wetter. Die stehen glatt den Winter über auch dadurch, und diese exotischen Vögel, würde man denken, die sind furchtbar kälteempfindlich. Solange die was zu fressen haben, geht es denen relativ gut. Nur wenn halt zufriert, dann fliegen sie halt woanders hin. Diese beiden, die sind jetzt schon seit über einem Jahr am Chiemsee und fliegen dann immer zum unteren Inn, also bei Simbach in der Gegend. Da gibt es auch so Stauseen mit Verlandungsbereichen. Die fliegen immer hin und her und wir schreiben uns dann immer E-Mails. Sind sie jetzt bei euch oder sind sie jetzt bei uns? Das ist ganz lustig. Und vor allem für die Leute auf den Beobachtungstürmen, die sind immer ganz fasziniert. Wo sind die Flamingos? Wo sind die Flamingos? Gleiche Publikumswirksamkeit hat nur noch der Seeadler, und von dem werden wir, glaube ich, auch gleich noch was hören. So, jetzt haben wir mal das äußere Delta als Lebensraum angeschaut und jetzt wollen wir uns mal den Auwald anschauen. Das ist ja ein völlig ursprünglich entstandener Wald, in dem nicht gewirtschaftet wird, also ein Urwald von der ersten Stunde an. Und sowas gibt es auch in Deutschland. Nur ganz, ganz wenig denkt man, das ist ein einheitlicher Auwald, aber wenn Sie das von oben anschauen, sehen Sie, da wechseln Schilfflächen mit Altwasserarmen ab und dann sind mal Weidendickichte oder auch Pappeln und Erlengebüsche. Also es ist ziemlich vielfältig, dieser Wald. Und da haben wir noch Bilder, also wie der dann von unten aussieht, mit Röhricht und Jungweiden, oder dann werden die Silberweiden größer und wenn diese Altarme noch durchfließen, ist ein Mordsverhau von dem angeschwemmten Holz, und auch die Bäume, die fallen ja alle um, die werden nicht geerntet, also ein ursprünglicher Urwald aus. Das ist natürlich für jeden Biologen und jeden Naturliebhaber eine Freude, weil sowas sieht man nicht so häufig bei uns.